Ich war noch nicht bereit. Okay. Jetzt? Herzlich willkommen. Achso. Zum 23. Mal bei Dalli Dalli Klick. Herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank und David. Richtig. Richtig. Ja, das wüsste ich seinen Namen nicht. Nee, aber ja. In der Alkoholfreizeit noch vorletzte Folge. Nächste Woche kommt dann nochmal eine. Dann ist auch schon Ostern, Fastenzeit vorbei, wir können wieder mit richtigem Bier starten. Aber wir hatten uns gedacht, wir wollen mal klären, was ist denn der Unterschied? Es gibt ja jede Menge alkoholfreie Biere zwischen einem industriellen alkoholfreien Bier und einem Bier einer etwas kleineren Brauerei. In dem Fall dann also Beck's Blue gegen Störtebeker Freibier. Nicht was eigentlich gegen, schon mit. Im Vergleich versus. Im Vergleich mit. Ja, im Vergleich mit. Also im Vergleich gegeneinander, dann doch. Ich kriege das nicht aus dem Kopf. Okay. Auf jeden Fall, ja, wollen wir mal schauen. Blue trifft es ganz gut. Die alkoholfreien Biere sind meistens mit einem blauen Etikett. Das ist genauso wie Bio-Grün ist Blue Eyes. So ist alkoholfreies Bier eben blau, dementsprechend auch der Name beim Beck's dann Blue. Und Störtebeker als kleine, relativ junge, auch freche und experimentierfreudige Brauerei mit dem Titel Freibier. In Braun. Geil. Okay. Ja. Ja, genau. Da wollen wir doch mal was zur Geschichte hören, ne? Ja, Geschichte beider Brauereien sind, glaube ich, geklärt. Schaut euch die Folgen nochmal an. Eingeführt wurden sie beide. Circa 2012. Genau. Hast du das rausgefunden? Gemeinsames Lesen mit beiden Augen. Ja. Also von daher, da habe ich schon einfach nur gesehen, dass es eben 2012. Beim Störtebeker ist es klar, beim Beck's, da findet man nur so Zeitungsartikel etc. pp., aber sie geben nicht genaue Zeit an, wann es wirklich war. Ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, auf der InBev-Seite steht 2012, auch tatsächlich beim Artikel, und hier hatten wir nur Zeitungsartikel gefunden. Ja. Ja, siehst du mal, also wenn man so viel lesen muss, damit man irgendwie mal also was im Kopf hat. Ja. Nein, also es ist wirklich so, beide sind um die 2012 rum. Ja, okay. Ja, das Verfahren, Vakuum, ja, Mischverfahren, genau. Etc. pp., da weißt du besser was drüber. Ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene Entalkoholisierungsverfahren. Beck's wird in dem Fall mit einer Entalkoholisierungsdestillation unter Vakuum hergestellt. Ja. Was das genau bedeutet, können wir, glaube ich, in nächster Woche nochmal genau erklären. Ansonsten wird es, und da sind wir dann auch schon im ersten Unterschied, als Schankbier hergestellt. Das heißt, Schankbier hat eine etwas geringere Stammwürze und deswegen hat eine etwas geringere Stammwürze, was sich natürlich auch auf den Geschmack auswirkt. Wir sind dann jetzt auch mal fies gespannt, ob es da tatsächlich einen Unterschied im Geschmack dann gibt. Denn das Störtebeker wird als Vollbier eingebraut. Was dementsprechend Vollbier? Vollbier, ja. Also das gibt es auch ein Leichtbier? Es gibt auch ein Leichtbier, ja, genau. Also dieses Heineken Light zum Beispiel, die amerikanischen Leitbiere generell, das sind Leichtbiere. Okay, und wenn ich dann in der Kneipe stehe, an der Schanke, dann gibt es auch noch ein Schankbier, ne? Na, Schankbier ist ja jetzt hier dann das in der dazwischen. Aber das heißt, hat jetzt nichts mit dem Zapfen zu tun, sondern es hat was mit dem Stammwürzegehalt zu tun. Und der, wie gesagt, beeinflusst den Alkoholgehalt und beim Brauen schon und beeinflusst aber auch den Geschmack. Okay. Weil ein Vollbier hat mehr Aroma. Das ist ja, das voll, ne? Sehe ich gerade. Ja, das ist Vollbier, ist ja ab 11 dann, ne? Stammwürze. Genau, richtig. Ja, perfekt. Das geht dann nach oben hoch. Ja, und Störtebeker hat 13% Stammwürze. Von daher ist es dann tatsächlich ein Vollbier. Und jetzt schauen wir mal, ob das dann auch wirklich. Wofür ist die Stammwürze? Aroma hat. Stammwürze ist. Vom Geschmack her, Alkoholgehalt? Das hat Einfluss darauf. Okay. Ja, absolut. Also es hat was mit dem Brauverfahren zu tun. Oh. Wie, oder mit dem Mischungsverhältnis quasi zwischen Malz und Wasser. Okay. Daher kommt das. Ja, ja, also. Das prickelt schön, ne? Ja. Jetzt nicht übermäßig, aber es prickelt schön. Aber guck mal, der Schaum.
ist sehr fest, ne? Also, holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Wenn man jetzt beide mal im direkten Vergleich sieht, dann hält sich beim Störtebäcker der Schaum sehr viel länger. Also der ist sehr schön fest. Ja. Prickeln tut es auch hier mehr. Bei wem? Bei dem? Bei dem. Beim Becks. Beim Becks. Okay. Beim Störtebäck? Nein. Becks. Nein, guck mal rein. Ich finde, Becks... Bei mir geht es so. Bei mir ist relativ gleich. Ja? Okay. Nee. Hm. Was? Nies. Ja. Hast recht. Dann also, probieren wir mal. Ja. Fangen mit dem Becks an. Prost. Prost. Es riecht sehr malzig, finde ich. Ja, sehr, sehr malzig. Also da also, Becks ja, in der Becks-Folge, schaut euch die nochmal an. Das Becks ist ja eigentlich so der Hopfen schlechthin im Geschmack. Ja, aber hier, ja. Okay. Oder prickelt aber. Prickelt wie das Normale, ja. Das hatte auch dieses Prickeln auf der Zunge, ne? Holla die Waldfee. Ja. Leicht herb. Es ist wirklich leicht herb, aber es hat auch trotzdem im Vergleich zum normalen Becks, es geht tatsächlich in die Richtung. Also man hat den Hopfen auch richtig schön dabei. Ich hätte es vom Geruch her jetzt echt malziger vermutet, aber ist es gar nicht. Nicht. Nee, oder? Nee. Ja, okay. Doch, finde ich, ist relativ dicht am normalen Becks dran. Hat auch einen langen Nachgeschmack. Wirkt lange nach. Mhm. Lecker. Okay, also dafür, dass Störtebäcker auf der Homepage angibt, dass es unfiltriert ist, ist es relativ klar. Das muss ich auch sagen. Das hätte ich jetzt anders gedacht. Oh, das riecht interessant. Riecht mal da dran. Okay. Also das ist, muss sagen, wir wollen ja jetzt ein bisschen mal gucken, was sind so die Unterschiede zwischen einem Industriebier und einem eins von einer kleinen Brauerei. Was guckst du denn da drauf? Ja, ich gucke ein bisschen jetzt, sonst haue ich die Zahlen durcheinander. Alles klar, ich mache mal so lange die Pause. Also man muss dazu sagen, Störtebäcker experimentiert sehr gerne und auch das machen die auch beim alkoholfreien Bier. Mhm. Und zwar arbeiten die bei dem Bier mit zwei verschiedenen Malzsorten. Und? Mit hellem und Pilsener Malz. Und genau? Drei was? Hopfen? Sorten. Genau. Also das heißt, die spielen wirklich mit den natürlichen Aroma, also mit den natürlichen Zutaten, spielen die mit dem Geschmack. Wie ist es dann auch schon bei dem Störtebäcker, was hatten wir? Aber ich kann es jetzt nicht so ganz einordnen. Du? Nee, ich kann es auch nicht wirklich einordnen, aber probieren wir mal. Ach so, ich dachte, du wolltest tauschen. Ich würde es jetzt nicht als alkoholfreies Bier bezeichnen vom Geschmack her. Weil du schmeckst die verschiedenen Malzsorten, schmeckst du. Es schmeckt malzig, aber herb. Absolut herb. Ja, also da ist so ein sehr herber Geschmack drin. Ja, also nicht so herb wie so ein Jever-Fan. Ich glaube, das schlägt auch keiner. Bislang zumindest. Sehr interessanter Geschmack. Ja. Sehr interessant. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ja, dass es eben halt so mein Bier wären würde, aber so zum Probieren muss ich sagen, sehr interessant. Ich könnte es jetzt nicht definieren. Ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Nee, herb, okay, malzig, okay, aber... Aber es schmeckt tatsächlich, was mich jetzt echt überrascht, dass das erste, und wir haben jetzt echt schon ein paar alkoholfrei getrunken, das ist das erste, wo ich hundertprozentig sage, das schmeckt nicht nach einem alkoholfreien. Es hat so ein leichtes auf der Zunge. Mhm. Das auch Prickeln tut das auch, finde ich. Ne? Aber die Herbe bleibt. Ja, die bleibt. Die bleibt auch sehr lange. Also ich finde den Abgang auch sehr lang. Von daher ist es auch, es ist interessant, weil es ist eigentlich nicht wirklich vollmundig, aber lange im Abgang, also wie beim Wein, das klingt immer ein bisschen doof, aber der Geschmack bleibt halt.
Ja, bei Becks ist tatsächlich, wenn man es jetzt im direkten Vergleich nimmt, also das ist wirklich sehr herb. Überhaupt nicht malzig. Und das hat so, das ist sehr hopfig, wie das normale Becks auch, hat aber eine feine Malznote dabei. Eine feine Malznote, aber den Hopfen schmeckst du heraus. Und hier hast du einen herben, bitteren Geschmack. Ja. Also im Nachrein ist es ein bisschen bitterer. Aber interessant. Also nicht, dass ich sagen würde, es schmeckt schlecht, sondern einfach nur anders wie die, die wir bis jetzt schon probiert haben. Also da muss ich schon sagen, ein sehr interessanter Geschmack, sehr nachhaltiger und sehr eindrucksvoller Geschmack. Ja, also da ist eigentlich das, was man vermuten würde, dass so diese kleinen Brauereien da ein bisschen mehr experimentieren. Das schmeckt man auch. Ja, und von daher finde ich auch ganz interessant, also ganz wichtig, dass man ruhig mal das probieren sollte. Mhm. Vielleicht entdeckt man gerade auch diesen Geschmack für sich. Ja, absolut. Also das ist... Absolut. Also untergärig sind sie beide, sie sind auch beide alkoholfreie Pilz. Mit dem alkoholfrei sind wir wieder bei dem Griff, es ist dann alkoholarm, das heißt, die haben unter 0,5%, es sind also keine 0,0. Ja. Ja. Sind sehr arm. Genau. Ich denke, aber letztendlich finde ich sie beide sehr lecker. Ja. Man muss nur seinen eigenen Geschmack rausfinden und von daher wieder darauf hingewiesen. Mhm. Probiert's mal. Probiert's selber aus, genau. Sehr interessant, vor allem hier im Vergleich. Das macht schon Spaß. Ja. Also, doch. Ja, aber haben wir's, ne? Also, ich finde, es war mal wieder ganz interessant, was ich da erfahren habe. Ja. Ich hoffe für euch auch. Ich muss mir wieder angewöhnen, dass ich da mehr in die Kamera reingucke und nicht dich. Aber du bist so. Ja. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, welches nehmen wir? Ich bleibe bei den Störtebäcker. Bei den Störtebäcker. Genau. Jo, dann hauen wir rein, ne? Genau. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis nächste Woche. Vielen Dank. Macht's gut.